Moin, liebe Angelleute. Wir wollen heute mal ein bisschen Tackle-Kunde machen und einen Waller-Vorfach selber binden für den Anfänger. Schritt für Schritt, was brauche ich dafür? Und das zeige ich euch jetzt. So, ihr seht jetzt die klassische U-Posen-Montage mit so einer Tannenbaum-U-Pose und zwei Drillingen auf dem Hartmono. Posenstopper dabei, selbst gebaut. Vorne nochmal Kugellagerwirbel drinne mit einem schönen Knoten ist es ja nicht, nennt sich ja quasi das Auge. Und wie wir das bauen, das zeige ich euch jetzt. Packt das mal an die Seite. Ihr braucht dafür einmal entweder Wirbel, die ihr direkt an die Hauptschnur knoten könnt, mit dem Karabiner. Dann einmal Hooksleeves. Das ist dann quasi einmal der Stulp, der über den Drilling geht. Ein Monolider, die Pose und scharfe, stabile Drillinge. Das sind jetzt Drillinge in der Größe 0,1. Ich fange wie folgt an. Je nach Gewässer, mein Vorfach sollte so circa 2 Meter haben. Erste Meter, zweite Meter ein kleines bisschen mehr. Nehme mir hier meinen Schnurclip und schneide mir mein Vorfach zurecht. Wenn ihr das am Wasser bindet, passt bitte immer auf, lasst keinen Müll liegen. Ne? So. Dann nehme ich mir den Drilling und schiebe den einmal durch. Und dann gehe ich darum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr seht, der ist schön sauber gebunden. Und dann, wie beim Karpfenangeln, quasi Nonot-Knoten, was ja kein Knoten ist, zusammenziehen und schon sitzt der erste Drilling. Schön sauber gebunden. Alles scharf. Dann den ersten Hooksleeve. Bisschen Spucke dran, dann geht das ein bisschen besser rüber. Nochmal festziehen, schön runter. Und das Ding hält bombensicher. Den Rest schneiden wir nachher noch ab. So. Drilling Nummer 2. Selbe Größe. Ja, scharf sind sie. Ihr könnt euch jetzt quasi die Höhe einstellen, wie weit ihr die beiden auseinander haben wollt. Da es ja eine Tauwurmmontage ist und der Tauwurm im Schnitt ja so, sag ich mal, so die Länge hat, so 15 cm, hänge ich die so rein, dass sie leicht überlappend sind, damit ich dann so ein richtig schönes Knäuel kriege, was sich dann bewegt. Bei mir ist es so immer circa ein bisschen breiter als die Hand. Selbe wie eben. 1, 2, 3, 4, 5. Heute gibt es 6. noch dazu. Dann wieder auf der gegenüberliegenden Seite durch. Dann ist er schön sauber gebunden wieder. Den Hooksleeve. Hier ein bisschen Spucke rüber, zusammenziehen und eure beiden Haken sitzen schon mal. Dann geht es weiter. Ihr nehmt euch normalen Tube und schneidet euch davon so einen Zentimeter bis zwei ab. Davon braucht ihr 2 Stück. Ganz normal, dünnwandig, geht besser gleich.
zieht den auf die Hauptschnur und geht dann quasi von hinten noch einmal rein. Und dann kriegt ihr hier quasi eine Öse. Wenn ich diese Öse jetzt einmal kurz auf Zug bringe, habe ich meinen Stopper. Den kann ich jetzt hier auf der Schnur verschieben. Stopper Nummer 1. Jetzt habe ich mir ausgesucht eine 15 Gramm Pose, weil die im Normalfall immer alles trägt, was ich fische. Also ich würde auf der Montage jetzt pro Einzelhaken circa 3 Tauwürmer fischen. Ihr fädelt die U-Pose so rum auf, dass der Strom quasi nach hinten alles verwirbelt. Ganz simpel. Dann nochmal dasselbe wie eben. Durch. Nochmal von hinten wieder rein. Haha. Zusammenziehen. Stopper ist fertig. Und somit könnt ihr eure U-Pose immer noch schön verschieben, so wie ihr es haben wollt. Jetzt nochmal so ein Stück Tube abgeschnitten. Einfach über die Hauptschnur schieben wieder, beziehungsweise Vorfachschnur. Dann legt ihr euch eine Schlaufe. Geht durch die Schlaufe 2 bis 3 Mal durch. Zieht das mit dem Finger schon mal so ein bisschen zusammen und dann seht ihr schon, dass sich da so ein richtig schönes Auge bildet. Da ist die Schnur doppelt gelegt, das ist kein Knoten. Das Hartmono hat keine Sollbruchstellen oder sonstiges. Funktioniert super. Dann legt ihr euch, setzt ihr noch einen Achterknoten, dafür quasi hier oben einmal nochmal die Schlaufe wieder da durch und dann seht ihr schon, da bildet sich so eine richtig schöne Acht, die einmal zuziehen. Jetzt nur noch den Tube rüber. Rest abschneiden, im Müll packen. Und das war's. Ihr hättet dann quasi jetzt noch so würde der dann im Snap eingehangen werden. Hier dann einfach nur noch den Anti-Tangle-Boom auf die Hauptschnur. Und das war's. Zeige ich euch das noch einmal im Kompletten. Ich roll die jetzt auf, nutze die das nächste Mal im Wasser. Mit ein bisschen Übung braucht ihr da vielleicht hinterher 3-4 Minuten für. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg am Wasser. Bis dahin, stramme Schnüre und bis bald. Ciao.